Willkommen zum neuen Video hier auf MF Test Drive. Mein Name ist Misha und heute machen wir wieder dein Auto, meine Fragen. Der Markus hat sich beworben und ja, ihr wundert euch vielleicht, wieso hier zwei Autos stehen. Will er uns gleich erklären. Er hat wahrscheinlich einfach zwei Autos. MF Test Drive. So, ja, wir sind zurück, MF Test Drive, und wir haben die Kategorie Dein Auto, meine Fragen. Da habe ich bei Instagram und auch hier schon ein paar Mal zu aufgerufen und die Leute können sich bewerben und das hat der Markus getan. Und wir sind heute hier in Essen an der Zeche Zollverein und Markus stellt uns seine beiden Autos vor. Markus, komm dazu. Alles frisch? Hi, alles gut? Ja, alles gut. Bei dir auch? Ja. So, Markus, du hast zwei Autos. Richtig oder nicht richtig? Nicht ganz. Nicht es ganz. Passt aber. Es passt aber. Das ist mein altes Fahrzeug, der Astra J GTC. Ja. Und das ist mein neuer, der Cupra Ateca von 220, Baureihe 221, der neuere Facelift. Okay. Mich interessiert der sowieso, also auch genau. Von innen, PS-Zahl, alles geil. Aber vielleicht kommen wir zuerst zum Astra. Den hast du vorher gehabt. Genau, das war vorher mein Fahrzeug. Den habe ich 2015 mir gekauft. Ja. Ich hatte vorher ein Schaufahrzeug nur für Messen gebaut. Oh, ehrlich? Das Problem war halt, das war ein Corsa D und okay. Ich konnte den nicht in meinem Alltag fahren. Ich bin den dann ja ein Jahr lang komplett Serie gefahren. Mhm. Ja, und dann ging es los. Von Kleinigkeiten. Dann habe ich Ist da was am Motor gemacht? Kleinigkeiten, ja. Also Luftfilter, Ansaugung komplett halt gemacht. Auspuffanlage, aber jetzt inneren Motorpleus irgendwie gar nichts gemacht. Okay, wie viel PS hat der? Der hatte 180 Serie. Wir sind jetzt bei 230. Ui, 50 ja. PS mehr. Genau. Wir geil, haben jetzt geil. Die Phase 2,5 auf dem eingespielt, sozusagen. Die vom EDS Motorsport. Ja. Ja, 1,6 Liter. Du schraubst selber auch, oder? Ja, also ja. Ich mache sehr viel selber. Ich versuche sehr viel auch zu machen. Mhm. An dem Fahrzeug habe ich viele mit Leuten zusammenarbeiten müssen, die auch Prototyp-Sachen gebaut haben. Okay. Es fing bei dem Fahrzeug an bei einer Bremsanlage. Die hat noch keiner gehabt. Also die Firma VMAX hat natürlich für jedes Fahrzeug die angeboten. Aber ich merke gerade, da kommt sehr, sehr viel Input. Ja, und das kann genau. Ich alles gar nicht behalten. Vielleicht gehen wir einfach mal ums Auto rum und dann erzählst du ein bisschen ja, mehr. Ja, okay? Können wir machen. So, fangen wir hier mal an. Also erstmal, wenn man sich die Seite anguckt, also so kannst du ja nicht fahren, oder? Also so tief wie die Dinger sind, das ist ja, was ist das, Markus? Ja, Luftfahrwerk drin von der Firma. Luftfahrwerk, okay. Genau, von der Firma TA Technics. Ja. Ja, das war auch ein Prototyp. Und das kannst du rauf und runter fahren, wie genau, du willst? Genau, das kann ich komplett rauf und runter fahren. Ich kann das gerne mal zeigen. Da gibt es eine Fernbedienung. Genau, ist eine Fernbedienung. Ach krass. Ne? Und dann kannst du den vorne. Geil. Vorne, hinten geht's auch. Und man hört irgendwie gar nicht so, ne? Ne, früher war das so, da gab es leider das Problem, da hat man die wirklich noch gehört. Also richtig krabum und da haben die laut, waren die, ne? Aber da ist jetzt ein Kompressor drin oder wie? Genau, hinten ist ein Kompressor, vorne ist ein Tank hinten, alles drin. Okay. Siehst du, vorne wieder runter jo, geht. Geil. Und du kannst den so einstellen, wie du willst und dann fährst genau, du einfach. Genau, genau. Und das ist auch so vom TÜV her, oder? Das TÜV ist ja so, du hast eine Fahrhöhe. Mhm. Das heißt, du musst zum Beispiel bei ihm musst du 4 Bar vorne und 3,5 Bar hinten fahren. Ah, okay, so. Alles klar. Und das heißt, wenn das Fahrzeug angemacht wird, muss das Fahrzeug sich sofort in der Höhe, also hoch. Ah, und das passiert auch? Das genau, ist, ah, okay, wenn wir den Wagen jetzt anmachen, geht der in der Höhe und bleibt dann so stehen halt ah, für den okay. TÜV. Yes. Was ja. sind das für Felgen? Das sind die Thomasen TN17. Ich bin nach Thomasen gefahren auf meinem Golf 5 und da habe ich auch 19 Zöller gehabt und die waren eigentlich gar nicht mal so teuer, wenn man so denkt, aber wenn ich die jetzt hier sehe, das sind ja, was sind das, gedrehte oder? Genau, die haben einmal Linksdrehung, Rechtsdrehung. Ah, okay. Und bei den Thomasen TN17 erstmal nochmal danke an Mike Lipinski, der mir damals geholfen hatte dabei. Er hat, der ist Schrauber, oder? Der hat eine eigene Firma ah, okay. in Gelsenkirchen. Okay. Der hat sie mir, weil das Problem ist, diese Felgen gibt es nur in 5x114,3. Mhm. Und sozusagen, entweder hätte ich mit Versatzschrauben arbeiten müssen, dass die hier drauf passen. Aber viele ja, in Essen und überhaupt in der Umgebung hätten die, ja, die Muttern halt, die Versatzmuttern nicht akzeptiert sozusagen. Ah, okay, alles klar. So, dann habe ich mit dem Mike Lipinski gesprochen, ob er das nicht mehr irgendwie nicht helfen könnte. Und dann hat er irgendeine Firma oder einen Bekannten kennengelernt oder kannte jemand, der halt die Felge auf 5x115 aufgedreht hat. Ja. Hinten hast du den gecleant? Genau, hinten wurde... Kein Heckscheibenwischer? Genau. Und aber da kommt doch bestimmt viel Spritzwasser hoch, oder? Okay, der wird im Regen nicht gefahren. Ja, also bei mir noch, wo ich den hatte, wurde er wirklich nicht mehr im Regen gefahren. Ehrlich nicht? Genau, also okay. Dafür hatte ich dann immer einen Smart. Mhm. Ne, da bin ich dann da immer mitgefahren, aber
Ja, wie gesagt, ich habe den ja jetzt verkauft. Genau, das Heckzeichen, das war ja damals hier komplett offen. Okay. Da wurde dann halt von einem Kollege von uns komplett zugemacht, geschweißt, geschliffen, neu lackiert, damit das komplett clean halt ist. Der Flügel auch nicht original? Doch, der ist original. Was ist beim GTC? Das beim GTC nicht. Ich habe ja alles Anbauteile vom OPC genommen. Ah, okay. Das heißt, der Dachspoiler, die komplette Heckschürze ist vom OPC. Okay. Ne, die ist auch nicht Serie. Krass. Da wurde ja auch die Auspuffanlage vom Astra J OPC übernommen. Okay. Also das Auto ist wirklich, weil ich bin immer so einer, ich nehme sehr viele Tuningteile vom OPC Original. Aber ich finde, der sieht irgendwie nicht wie ein Opel aus von hinten, oder? Also, obwohl, ist ja nur das Zeichen weggemacht worden, ne? Genau. Sonst ist es ja alles Original. Sieht richtig. Irgendwie sieht das anders aus. Dunklere Rückleuchten oder Serien? Nee, das sind die Serien. Oh, das finde ich cool. Ja. Wir haben ja selten welche dunkle, ne? Genau. Also ich hatte, ich weiß nicht, hast du gesehen, Green Beast? Diesen C63, ja, genau. Der hat sich ein bisschen geärgert, dass er keine schwarzen bekommt und wollte jetzt auch was machen im nächsten. Und ich finde, das passt halt einfach richtig geil. Und ich finde es auch geil, dass du keine schwarzen Scheiben hast, muss ich echt sagen. Ja, also das ist auch beim anderen, wie du ja siehst, habe ich das auch so gemacht. Also ich mag überhaupt keine Scheibentönung. So, ne? geil. Ich glaube, wir werden bestimmt zwei Teile machen hier von dem Video, weil wir schon so viel allein nur über den reden. Ja. Und da kommt gleich noch mal ein bisschen mehr. Deswegen, also hier ist extrem viel leider. Hier ist echt extrem viel. Wieso leider? Ist ja, schön. Manche sagen richtig viel. Ich finde es super. Aufmachen darf ich? Ja, klar. Ja, okay. Dafür sind wir ja hier heute. Ne? So, das von Thema. Innen irgendwas noch extra gemacht? Außer die Sitze sind auch nicht original, oder? Die Sitze sind nicht original. OPC-Sitze. Lenkrad ist nicht original, das ist auch vom OPC. Der Schaltknopf ist nicht original. Mhm. Die Armlehne habe ich nachträglich mit Leder überzogen. Wie du siehst, auch die weißen Nähte passend zu den Sitzen. Oben die Tachoabdeckung. Und bei dir kann kein Auto normal bleiben, ne? Bis jetzt leider nicht. Nee, okay, ich sehe es schon da drüben, aber da freue ich mich gleich drauf, da reden wir gleich drüber. Ob am Smart konnte ich auch die Finger nicht lassen. Also. Okay. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt erstmal einen richtig geilen Porn, damit ihr noch ein bisschen mehr von dem Auto seht und auch vielleicht ein Verständnis dafür bekommt, warum Markus das Ding so geil umgebaut hat und warum ich ihn auch so cool finde. Und danach gucken wir uns den Innenraum an und danach hoffe ich, dass ich eine Runde fahren darf. I'm in the Billies, Tony don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feelin' like Whitney. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog, like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding a road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when he throwin' the fastball. Just too quick for it, peeling off like the whip orange. Seen the effort, it's piss poor. I got too much, I gotta tend to. Car payments and the rent due. Told y'all that I'm 6 foot, but with the money stabbing, I'm 10'2". Too much shit I've been through, so I put it all in that rear view. Clean money in a black whip, got old problems with a friend's new. Yeah, I'm in the big leagues, told her don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feeling like Whitney. Yeah, I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog. Like I'm in the big leagues. Yeah, told him I'ma hit it out of stance. I deserve another 100 bands. I deserve another 100 fans. Told him this was always in the plans. I just did it cause they said I can't. Blowing euros when I'm down in France. Labels asking how I build a brand. Told him put a check up in my hands. Who got time, no cap. Made a few checks, but they all in the raps. Had a few friends, but he stuck in the past. I don't even trip when I'm thinking about that. Hopped in the whip and we all in black. Shawty wanna ride to the hop in the back. 0 to 100, seen a rev on the dash. They ain't catching up, dog, I'm moving too fast. Yeah. I'm in the big leagues. Told him don't miss me. Ballin' like Houston, ey, feeling like Whitney. I need a bag, bro. Ja, das war der Carporn, den wir dir auch später schenken, das weißt du auch. Du kriegst sogar zwei Carporns, einmal von dem und einmal von dem. Ja, cool. Damit kannst du machen, was du willst, kannst du bei Instagram, Facebook posten, wie du möchtest. Da ist lizenzfreie Musik dabei. Also nochmal kleine Eigenwerbung, wenn ihr Bock habt, bewerbt euch bitte gerne, denn diesen Carporn, den schenken wir euch dann immer. So, ich hoffe, der ist geil geworden. Ich habe ihn ja auch noch nicht gesehen, ne? Du auch noch nicht. So, Motorraum, den haben wir noch nicht. Sollen wir da mal gucken? Ja, gerne. Mach mal auf. Genau, die Haube ist da. Ja, genau. Hat der Haube, original? Nein, die habe ich selber nachgerüstet. MRC Motorsport. Ja, kennst du schon. Habe ich. Stimmt, kennen wir vom 190er, ne? Ja. Vom Pedro, ne, wie heißt der? Paco. Ja. Ja, stimmt. Ja, richtig, oder? Genau, ja. Bin ich doch richtig informiert. Stimmt, liebe Grüße an dieser Stelle, Paco. Solltest das Video sehen. Der hat das gemacht. Genau, der, nicht der Paco, aber der... Der MRC Motorsport. Genau, MRC Motorsport, der Benjamin Zerfeld. Mhm. Ja, das ist unser Schrauber, ich glaube, hier in Essen. Kennt den jeder. Ja. Hier sitzt normalerweise der Luftfilter. Genau, den haben wir umgebaut. Den habe ich von der Firma Debilas umgebaut. Mhm. Komplett
Ne, komplette Ansaugung. Aber das ist ein Metallteil oder? Erklär mal kurz. Ja, also dieses Metallteil innen drin ist halt von diesem, was ist das, BMC nennen die sich, ist ein Luftfilter mit drin. Okay. Ich bin dann hier auch hingegangen, weil die Silber, die Schrift ist eigentlich Silber. Aha, okay. Aber hast du einen Rot gemacht? Ja, okay, passt ja, geil. So, soundmäßig? Soundmäßig super. Ehrlich? Also richtig super. Okay, also geil. Du hast richtig schön den wieder Zug ansaugt, genau. Ja. Und das war halt mir wichtig. Mhm. Und ich ja Show und Shine auch mit ihm gefahren bin eine Zeit lang, habe ich dann halt ein bisschen am Motor rumgemacht. Schön, schön. Ja. Ich finde sehr, sehr viel Platz noch hier hinten drin, ne? Genau. Da könnte mal, noch mal ein richtig fettes Teil rein, ne? Ja, ich denke mal wegen den OPC, weil der ist ja wirklich ne, um einiges größer, ja, der Motor, dass sie das da angepasst haben und deswegen ist da halt so viel Lücke, ne? Okay. Ja, cool. Ja. Haben wir das Auto von außen einmal komplett gesehen, machen wir wieder zu. Genau. Ja, Kofferraum. Was ist denn da noch Schönes drin? Boah. Okay, jetzt weiß ich, wofür du Show und Shine gefahren bist. Geil. Alles Eigenbau. Da kommt auch richtig Bums raus, ne? Oh ja. Oh ja, also das reicht. Das sind dann die, die durch die Stadt fahren, wo du einfach nur so bumm, bumm, ja, nee, so, ne? Extrem nicht. Das sieht sehr, sehr schick aus. Aber da kriegst du dann nicht mehr viel rein, oder? Leider, leider. Also Kiste Wasser ist schon ja da hinten in der Ecke vielleicht, ne? Genau, also du kriegst hier noch ein bisschen was hin, also hier die Ecke, da noch was. Aber ja, am Anfang war das ja so, wir haben eine Musikanlage, das war das erste Mal, da waren die Subwoofer andersrum. Mhm, okay. Das heißt, die Subs haben nach unten geguckt. Mhm. Und dann, wo ich dann nur noch 2018, wo ich dann auf die Messen gefahren bin, habe ich die Subwoofer umgedreht und dann kam mir das Luftfahrwerk rein. Und okay. Da das ist dann, da drunter nochmal, ne, komplett, oder? Genau, das ganze, also Luftfahrwerk ist die linke Seite, der Tank ist auch unten drunter die rechte Seite und wurde alle die ganze Elektronik unten drunter gebaut. Schick, schick, so. Meine Güte! Boah, nee, das ist mir zu laut. Das ist mir auf jeden Fall zu laut. Jetzt haben wir noch mal kurz einen Eindruck bekommen, wie laut das Ding auch an Musik ist. Und jetzt gehen wir in den Innenraum. Die Frage ist, mache ich immer so vorab, darf ich mich schon mal auf den Fahrersitz setzen? Ja, klar, ja, super, dann kommst du auf den Beifahrersitz, ne? Ja, ach, das Ding auch so tief, ne? Meine Güte. Hoppala! So, für so einen alten Mann wie mich, ne? Ich mach dir mal hier die Scheibe runter. Ja, oh, hier hast du irgendwie Licht gemacht. Ja, wenn ich das wüsste, wie das geht hier, du. Die Scheibe da. Da geht das runter. So, dann sitzt du mal hier drin. Also die Sitze sind ja schon mal mega, ne? Ja. Ich sehe, ah doch, die Kamera läuft auch. Die Sitze sind mega. So, hier müssen wir mal, glaube ich, Licht anmachen. So rum. Aber auch so blau. Ja, bisschen bläulich habe ich die auch. Bisschen bläulicher. Genau. Die Sitze, das Lenkrad ist nicht GTC, sondern das ist OPC, ne? Das hast du gekauft wo? Ich hatte das Lenkrad, hatte ich mal ganz günstig im Internet geschossen. Okay. Da war jemand, der hat das, glaube ich, falsch inseriert. Ehrlich? Das kostete normalerweise zu dem Zeitpunkt, wo ich es gekauft habe, um die 350 bis 400 Euro. Und krass. Er ist hingegangen, hat es mir für 180 angeboten. Boah, ja, das ist ein Schnapper. Da habe ich natürlich nicht lange gelegt und habe das direkt gekauft. Also. Das glaube ich dir. So, jetzt hast du gesagt, du hast hier, okay, die Tachonadeln. Genau, die Tachonadeln. Da piept das jemand? Piepen ist vom Luftfahrwerk, der sagt gerade, dass du zu tief bist. Aha, die Sicherheitswarnung, okay. Das heißt, wenn so, du ihn jetzt startest, geht er automatisch an. Genau, schon, ne? Deswegen kannst du ja hier dann, ne? Geht da hoch. Und das ist hier die Anzeige? Genau, das ist die Anzeige. Die muss 4 und 3,5 hinten sein. Okay. Ne? Krass. Damit er weiß. Und das frisst aber doch auch einiges an Batterie, genau, oder? Deswegen hat der Wagen 2 Batterien. Dann ist das hier Turboanzeige? Genau, Turbo. Ist auch wirklich die Turboanzeige? Ja, Ladedruck. Okay. Und unten ist die Temperatur vom Öl, wie du siehst. Das sind aber 60 Grad. Genau, die Öltemperatur muss Gas geben. Leider auch selber anfertigen. Ah, okay. Genau, die Geber. Und diese Einheit hier, die war... Die war alles richtig, das ist eigentlich mein Getränkehalter. Ja, ja, okay, aber das sieht mir jetzt irgendwie viel kleiner aus, oder? Nein, das Ding passt einfach so da rein. Genau. Die hat eine Lenkradheizung. Genau. Geil. Habe ich nachgerüstet. Ich liebe Lenkradheizung. Ja, habe ich nachgerüstet, weil ich das Lenkrad so mit Lenkradheizung bekommen habe. Mhm. Und dann habe ich gedacht, dann mache ich dir da noch. Und den Knopf musstest du dann extra bestellen? Genau, ich musste die ganze Einheit hier komplett neu machen. Okay, boah. Komplett den Schleifring vom Airbag musste ich umändern. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich es noch gemacht habe, durftest du es noch. Opel macht es nicht mehr. Ah, okay. Also heute macht Opel nicht mehr, weil du darfst einige Sachen nicht mehr freischalten. Aha, leider. Okay. Ja, geil, haben wir eigentlich alles gesehen. Aber ich hätte mal kurz eine Frage noch, Markus. Ja. Meinst du, ich könnte mal ganz kurz eine Runde fahren? Klar. Dafür sind wir ja hier, ne? Ja, geil. Dann würde ich sagen, wir fahren jetzt mal eine Runde. Ja. Bleibst du hier, Matthias? Ich bleib hier. Du bleibst hier? Okay. Da mit den zwei Kameras müsste das reichen, ne? Genau. Oh, das ist ja schon hier. Meine Güte. So. Das machen wir einmal so. Ja, müssen wir jetzt irgendwie warten, bis der oben ist? Ne, du musst den erst mal anmachen. Jetzt hat es wichtig. Zurück.
Rückfahrkamera habe ich nicht, aber hinter mir ist nichts, ne? Ne, ich denke, also der soll ich alles ja. Sich an, ne? Ne, kannst du ruhig ausmachen. Ja. So. Wunder dich nicht. Ich mache mal die Sporttaste, weil sonst hörst du den Sound nicht. Ich mache mal einmal kurz. Aber hat der einen Schallaktuator im Auto drin oder ist der? Nee, okay. Nee. Also das ist alles nur wirklich Soundanlage? Das ist richtige Soundanlage, ja. Müssen wir noch gucken, weißt du, mit der Tiefe, passt das? Oh ja. Machen wir mal hoch, das ist das Gute natürlich am Luftfahrwerk. So, jetzt kannst du fahren. Ah, das zeigt, sieht man auch nicht, 6 Bar. Ja, okay. Das ist das Schöne an dem Wagen. Da brauchen sich keine Sorgen zu machen. Genau. Ne? So, wo fahren wir hin? Rechts rum? Mir egal, wie du willst. Vom Komfort her? Ist das Ding hart oder? Ja, also ist leider hart. Also ist halt Luftfahrwerk. Es gibt natürlich, weil wir haben das TH Technics, das ist sehr hart. Mhm. Ist aber auch beim Gewinde ein bisschen bekannt für ein bisschen Härte. Was kostet ein Luftfahrwerk? Ich weiß jetzt nicht mittlerweile die aktuellen Preise. Also zu meiner Zeit hat es 2,3 gekostet. Boah. Aber dann hast du nur die Steuerung, wie ich drin habe. Also nur mit Fernbedienung, hier mit dieser Knöpfe. Aber es gibt aber auch von Airlift eine. Okay. Dann hast du mit hier wie so ein kleines Display. Ja. Ja. Und dann kannst du alles per wie sag ich mal, so ein Touchscreen kannst du dann alles schön. Aber dann hoch bist und du schon auch direkt im Preissegment. Ja. Da kostet ja nur die Steuerung 1400 Euro. Boah. Ne? Lenkerhaltung ist geil. Ja. Merkst du die? Darf ich dich fragen, wie viel Geld du in dein Auto gesteckt hast? Oh, also musst du nicht beantworten. Nein, also gerne. Hast du Bock drauf. Also hier nur mal zur Info, ne? Der Markus hat das Auto verkauft. Ne? Also es gehört nicht mehr ihm, ist ein ganz guter Freund von ihm, ne, der das Auto gekauft hat. Also der ist eigentlich immer noch in deiner Familie sozusagen. Ne? Ja, der ist guter Kollege. Ne? Und wir sind halt, wenn was ist, so wie jetzt, ruf ich ihn an, komm, da habe ich nochmal. Okay. Ich sag mal so, ist immer schön, wenn man nochmal mitfahren darf, oder? Ja, das glaube ich. Also ich glaube, du hast ja so viel Arbeit hier reingesteckt. Ja, ne? Also da ist sehr viel reingesteckt worden am Arbeit. Und ich denke, so 10.000 sind hier locker reingestiegen. Okay, plus Fahrzeugpreis. Genau, den habe ich auch nochmal für 14 gekauft. Okay, also war aber gebraucht, ne? Ja. Also nicht neu. Hat mal gelaufen, 134.000 mittlerweile. Und 24, sag auch nicht, für wie viel du verkauft hast, aber du hast natürlich Brand gemacht, oder? Also das, nein. Geld ist nicht gut. Ja, nee, ich habe den sozusagen so verkauft, wie ich ihn gekauft habe. Ah, okay, also das, was du reingesteckt hast, ist genau, gut. Genau, ich bin aber ehrlich. Okay, also ich war immer so, wenn einer mich fragt, ich gehe auch immer ehrlich zu. Oh, der ballert schön, ne? Oh. Da haben wir hinter uns so einen GTI, der wird direkt drücken. Ja, die sind immer. Wir sind in der Stadt, mein Freund. Hier ist 50 erlaubt. Genau. So, aber der will, ne? Komm, wie dicht der auffährt. Ja. Ja. Reicht aber. Ui, 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 ui. Und wie gesagt, also, der Sound ist geil. Der Sound ist richtig geil, ja. Lange nicht mehr so ein schönes Auto gefahren mit so richtig geilen Sound. Wie gesagt, und du hast jetzt zu. Wenn du jetzt den Fenster aufmachen würdest. Ja, okay, dann ist es nur ein bisschen lauter, ne? Doppelt so viel, genau. Doppelt so viel. Aber der geht auch schon gut, ne? Also für einen 1,6er schon sehr gut, ja. Also kann ich nicht klagen. Kannst nicht klagen, ne? Der Sound einfach geil. Ja. Das ist so echt so meine Jugendsound, wie früher unsere Autos angehört. Das hast du ja heute gar nicht mehr. Dein Fest C63. Aber jetzt in der Klasse hier hat die keine mehr so einen Sound, oder? Geil, sorry. Das ist ja wie bei meinem Cupra auch jetzt. Ja, ne? Habe ich jetzt Fahrwerkfelgen und eine Bombe, das Ding. Ne? Ja. 300 PS, was willst du da noch machen? Motormäßig, klar, kann man noch ein bisschen weiter, aber das reicht. Es reicht. Es reicht, es reicht. Ne? Ja. Das ist nämlich das nächste Auto, was wir uns angucken. Und wir wissen jetzt definitiv, dass es zwei Teile gibt. Ne? Also, das hier war Teil 1. Markus hat über seinen ehemaligen Astra GTC gesprochen, den ich übrigens sehr, sehr geil finde, allein schon vom Klang her. Wir machen das Fahrzeug so einfach hier im Auto. Ich würde sagen, wir verabschieden uns und sehen uns aber dann auf jeden Fall in Teil 2, weil den solltet ihr euch auf jeden Fall angucken. Da stellt der Markus sein jetziges Fahrzeug vor, den Cupra ATK. Mit 300 PS, Allrad. Eigentlich mein Motor, aber Allrad. Und nochmal ein paar Pünktchen mehr. Ich freue mich drauf. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!